Hallo und herzlich willkommen zu unserer Tutorial-Reihe. Heute zeigen wir euch, wie man einen Lebenslauf professionell erstellt. Das wichtigste Dokument für deine Bewerbung ist der Lebenslauf, quasi deine Eintrittskarte in das Unternehmen. Du stellst dir sicherlich diese drei zentralen Fragen, bevor du deinen Lebenslauf erstellst. Erstens, ist ein Bewerbungsfoto wirklich nötig? Wie detailliert müssen meine persönlichen Angaben sein? Und zu guter Letzt, gibt es strikte Vorgaben für das Layout? Wie du diesen am besten und zeitgemäß aufbaust, erfährst du in diesem Video. Nach 5 Schritten kommst du zu deinem perfekten Lebenslauf. Womit fängst du nun am besten an? Der erste wichtige Step ist ein professionelles Bild, denn ein Bewerbungsbild wird meist vorausgesetzt. Das perfekte Foto zeigst du im Profil oder Halbporträt, Gesicht plus Teil des Oberkörpers. Kleidung und Frisur sind angemessen und gepflegt. Der Hintergrund sollte neutral und einfarbig sein. Im Vergleich zum englischen Lebenslauf ist das Bewerbungsfoto nicht erwünscht, um die Diskriminierung von Personen zu reduzieren. Gleich neben deinem Profilbild erläuterst du im nächsten Schritt die wichtigsten Angaben zu deiner Person. Zu deinen persönlichen Angaben gehören deine E-Mail-Adresse, Telefon- und Handynummer und die Wohnadresse. Optional kannst du noch dein Geburtsdatum, Konfession, Staatsangehörigkeit und Familienstand angeben. Diese Punkte sind jedoch kein Muss. Hierbei ist im Englischen zu beachten, dass persönliche Informationen wie Geburtsdatum, Familienstand, Alter, Geschlecht, Herkunft und Religion nicht angegeben werden müssen. Genauso wie beim Foto soll es die Diskriminierung von Personen verringern. Das heißt, es müssen nur der Name und die Kontaktdaten stehen. Im Gegensatz zum deutschen Lebenslauf kommt hier kurz und knapp ein Personal Statement. In England ist das optional und in den USA Pflicht. Das Herz des Lebenslaufes besteht aus dem beruflichen Werdegang und der Ausbildung. Fangen wir an mit dem beruflichen Werdegang. Dazu gehört an erster Stelle der Zeitraum, die Berufsbezeichnung, der Name der Firma und zu guter Letzt der Ort der Beschäftigung. Die Aufgabenbeschreibung kann optional erläutert werden. Im englischen Lebenslauf ist es strikt antichronologisch. Das heißt, dass die aktuelle Beschäftigung ganz oben zu finden ist, während die Ausbildung erst am Ende erwähnt wird. Der berufliche Werdegang ist hier wie im Deutschen. An erster Stelle kommt der Zeitraum, die Berufsbezeichnung, der Name der Firma und zu guter Letzt der Ort der Beschäftigung. Hier ist die Aufgabenbeschreibung ein Muss. Im Vergleich zum deutschen Lebenslauf sollten nur die drei wichtigsten Positionen und Erfolge aufgelistet werden, während beim deutschen Lebenslauf alle Berufe aufgezeigt werden müssen. Die Angaben zur Ausbildung und die Weiterbildung sind genauso aufgebaut wie das des beruflichen Werdegangs. Die Angaben über die Studienschwerpunkte oder der Abschlussnote sind ebenfalls optional zu nennen. Der Unterschied zum deutschen Lebenslauf ist hier die Angabe deiner Abschlussarbeit. Optional kann es ebenfalls die Abschlussnote angegeben werden. Ein weiterer Punkt, mit dem du bei deinem potenziellen neuen Arbeitgeber punkten kannst, sind deine Kenntnisse. Darunter fallen deine EDV-Kenntnisse, also der Umgang mit Microsoft Word, PowerPoint, Excel und ähnliches. Diese kannst du dann auch gleich noch authentisch und ehrlich bewerten. Zudem kannst du unter Extras für die Bewerbung relevante Zertifikate, Projekte und ein soziales Engagement auflisten. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind deine Sprachkenntnisse, die du ebenfalls mit einem bestimmten Level oder Sprachniveau bewerten kannst. Für bestimmte Berufsfelder könnte es ebenso von Interesse sein, einen Nachweis über deine Führerscheinklassen anzugeben. Um deinen Lebenslauf noch einen persönlichen Touch zu geben, folgen nun die Punkte Interessen und Hobbys. Dort bekommt dein potenzieller Arbeitgeber ein noch besseres und persönlicheres Bild von deiner Person. Denn hier kannst du ganz einfach deinen Charakter noch besser zum Ausdruck bringen. Optional kannst du deinen Lebenslauf zum Schluss noch mit Referenzen abrunden. Mit diesen kannst du zusätzlich Pluspunkte sammeln und deine Fähigkeiten unterstreichen. Gib einfach den Namen und die Kontaktdaten deiner Referenzperson für weitere Fragen an. Der offizielle Schluss deines Lebenslaufs setzt sich aus deiner Unterschrift, Stadt und aktuellem Datum zusammen. Darunter verweist du noch auf deine Anhänge, die mit dem Lebenslauf kommen. Dazu gehören beispielsweise Zeugnisse, Arbeitszeugnisse und weitere wichtige Zertifikate. Der englische Lebenslauf wird nicht unterschrieben, auch das Datum wird nicht angegeben. Der Anhang inklusive Zeugnisse, Zertifikate und Arbeitszeugnisse wird nur auf Nachfrage nachgereicht oder beim Bewerbungsgespräch vorgelegt. Natürlich sind hier deine Kreativitäten keine Grenzen gesetzt. Allerdings solltest du dein Layout und die Inhalte individuell an dein potenziell neues Unternehmen anpassen.
Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir dir zeigen, wie du ein professionelles LinkedIn-Profil anlegst. Und jetzt drücken wir euch die Daumen für eure nächste Bewerbung.